Hey Leute, hier sind wir Obner und der Benny von den Two Epic Buddies und heute gibt's mal nichts Gewöhnliches wie sonst immer. Heute eine neue Serie und zwar geht's über Mythen, über Call of Duty und ja, da haben wir ein paar geile Sachen dabei. Und ich würde sagen, Benny, was haben wir da so dabei? Genau, der erste Mythos, den wir haben, der ist, kann man den Schwarm mit einer Schockladung überleben? Und ja, wir haben das Ganze mal ausprobiert und man muss dazu sagen, das ist relativ schwierig. Wir sind dabei auch ein paar Mal gestorben. Man muss nämlich direkt, wenn man in den Schwarm reinläuft, in eine gegnerische Schockladung dann reinlaufen, dass man das Ganze überlebt. Aber ja, man kann das Ganze überleben. Ich hätte es nicht gedacht, aber war auf jeden Fall richtig krass. Ich bin in den Schwarm reingelaufen, dann habe ich schon diese Animation bekommen und ich habe mir gedacht, okay, ich werde jetzt direkt sterben, direkt danach in die Schockladung von dem Gegner rein. Und ja, habe das Ganze dann aus irgendeinem wunderbaren Grund überlebt. Und ja, auf jeden Fall krasser Myth, muss man dazu sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass der stimmt, aber funktioniert ja auf jeden Fall. Und wenn sowas mal in einem richtigen Match euch passiert, dann habt ihr einfach mal nur Glück beim Zocken. Und ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum zweiten Mythos. Und zwar geht es da darum, ob man von seinem eigenen Trophy-System getötet werden kann. In Black Ops 2 ging es ja. Und in Black Ops 3 haben wir das jetzt auch getestet. Black Ops 3, alles klar. Auf jeden Fall haben wir es getestet und man muss direkt neben der Explosion von der Granate stehen. Das heißt, da wo das Trophy-System die Granate zerstört, wenn man da daneben steht, dann wird man auch getötet. In Black Ops 2 war es noch so, dass das Trophy-System durch einen durchgeschossen hat und einen dadurch getötet hat. In Black Ops 3 ist es halt ein bisschen anders, aber es funktioniert nach wie vor. Was ein geiles Feature ist, weil, ja gut, wenn der Trophy-System hat, kann man den trotzdem dadurch irgendwie töten mit einer Granate. Ja, dann würde ich sagen, weiter. Wir kommen zum nächsten Mythos und der dritte Mythos, den wir haben, ist, dass die Spezialistenfähigkeit Zeitsprung vor Semtex-Granaten schützt. Und ja, wir haben das Ganze natürlich auch ausprobiert und hat direkt geklappt. Das heißt, wenn du von der Semtex gestackt wirst und du hast die Spezialistenfähigkeit Zeitsprung dabei, setz sie dann ein, dann wird die Semtex einfach an dem Ort gedroppt, wo du dich zurückportest und du überlebst das Ganze. Also auch richtig coole Sache auf jeden Fall, dass das funktioniert. Und ja, wenn man irgendwie mal auf Nuklearstreak oder so ist und man wird dann gestackt und ja, ist schon am Rumbridgen. Einfach mal kurz Zeitsprung einsetzen und man überlebt das Ganze. Und ja, auf jeden Fall auch relativ witzige Sache. Ja, dann kommen wir zum vierten Mythos. Da geht's um den Flammenwerfer und zwar um das Unterwassergeschehen. Ob man unter Wasser den Flammenwerfer auch ganz normal verwenden kann, wie einen fetten, richtigen Flammenwerfer. Das Problem ist, nein, es funktioniert nicht, aber er funktioniert trotzdem unter Wasser. Er ist eher wie so ein Gasbrenner unter Wasser, also wirklich die Distanz ist minimal 5 cm oder so. Der Gegner muss direkt vor euch schwimmen, damit der Flammenwerfer den Gegner tötet. Und ja, ansonsten bringt der Flammenwerfer wirklich gar nichts unter Wasser. Genau, man kann auch über Wasser stehen und dann voll Gas auf einen Gegner spammen, der unter Wasser ist. Aber man wird ihn trotzdem nicht töten, weil das einfach nicht durchs Wasser durchgeht. Und ja, ich würde sagen, wir kommen auch zum letzten Mythos für heute, nämlich den fünften Mythos. Und da haben wir, wenn man brennt, kann man sich im Wasser löschen. Das haben viele Leute schon gefragt, funktioniert denn das? Wir haben es getestet. Und ja, Leute, da kann man nur dazu sagen, ja, es funktioniert, aber man braucht nur Glück beim Zocken, weil du musst eigentlich schon im Sprung ins Wasser sein und dann angezündet werden, dass du dann das Ganze überlebst. Man kann im Wasser gelöscht werden, aber wenn du irgendwie angezündet bist und du versuchst dann noch ins Wasser zu laufen, du kommst nicht rechtzeitig rein. Wir haben es getestet, das ist quasi unmöglich, aber es funktioniert. Und ja, relativ coole Sache, muss ich dazu sagen, wenn man irgendwie angebrannt wird und man löscht sich dann, aber ja, man braucht halt wie gesagt nur Glück beim Zocken und sonst wird man es nicht schaffen. Du hast eine Zeit von 1 bis 2 Sekunden, bis du tot bist, das heißt, das ist wirklich minimal, da kannst du nicht mal reagieren. Normalerweise verbrennst du einfach. Wirklich, wenn du das schaffst, dann hast du Glück gehabt. Und hoffentlich dann auch den Gegner danach noch rasiert. Ja. Ja, das war's so mit den Mythen, die wir heute dabei hatten. Wir hoffen natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Ihr könnt auch Mythen in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas denkt, ja, wir sollen das mal probieren. Dann machen wir das einfach in die Kommentare reinschmeißen. Und ja. Egal, von welchem Call of Duty oder wenn euch irgendein Kollege mal irgendein Bullshit gesagt habt, euch gesagt hat und ihr glaubt das nicht, schreibt uns rein, wir testen es aus und versuchen, ob es geht. Und ja, ansonsten Leute, haut rein, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Like-Button aufspritzen nicht vergessen und ciao. Ciao.